Gut, dann heute wieder GTA mit den ganzen Verrückten hier. Bevor wir gleich loslegen, beziehungsweise ich starte jetzt die nächste Mission. Heute geht es nämlich um die letzte Mission mit der Yacht. Und währenddessen hat der Markus noch eine kleine Anmerkung gegenüber den Geschehnissen in den letzten Tagen. Genau, und zwar hatten wir auch gerade nochmal, bevor wir jetzt die Aufnahme hier gestartet haben, nochmal mit alle miteinander gesprochen. Wir hatten ja jetzt in letzter Zeit ein paar Interessenten gehabt wegen unserem Aufruf für Leute, die gemeinsam hier mit uns ein bisschen GTA zocken wollen. Es hatten sich ja auch ein paar gemeldet, das hat uns natürlich erstmal gefreut. Was uns dann aber nicht gefreut hat, war auf jeden Fall, dass Leute sich erst melden und dann, ja, nichts. Also, wenn man schon von Anfang an so unzuverlässig ist, dass man es nicht schafft, sich an kleine Termine zu halten, wie mal ein kurzes Gespräch, um sich mal kennenzulernen und mal den jeweils anderen seine Ansichten zu hören, dann wird sich das meistens durch alles hindurchziehen und auf sowas können wir echt verzichten. Also, wenn wir irgendwann mal nochmal suchen sollten und wenn wir nochmal einen Aufruf starten und ihr meldet euch, dann bitte seid euch auch wirklich sicher, dass ihr Bock habt. Also wir brauchen niemanden, der nur unsere Zeit in Anspruch nimmt und uns aufhält und sich meldet und dann, wenn es losgehen soll, dann auf einmal sich nicht mehr meldet. Ja. Also das ist schon sehr wichtig und das ist egal, das hat ja nicht mal was mit uns zu tun. Das ist in jeder Crew, wo ihr teilnehmen wollt, genauso. Wenn ihr euch da nicht aktiv beteiligt und wenn ihr da euch nicht interessiert zeigt, dann seid ihr raus. Das ist einfach so. Du brauchst niemanden, der erst hier schreit, hier wie diese schöne Geschichte mit, hier ist der böse Wolf, kommt und rettet mich, und wenn der Wolf dann wirklich da ist, dann interessiert es keinen mehr. Ja. Genauso ist es hier auch. Irgendwann interessiert es halt einen einfach nicht mehr. Wenn du zum fünften Mal einen versetzt, irgendwann sagst du dir, nö, aus. Also es geht ja nicht darum, dass man zum Beispiel mal nicht irgendwie die Zeit hat. Es kann auch passieren, zum Beispiel bei das Gespräch, der Enrico zum Beispiel, der hatte spontan Stromausfall, da ist irgendwie eine Leitung gekappt worden. Es kann immer mal passieren letztendlich, das ist auch genug ein Problem. Dann habe ich aber lieber, dass Leute mir kurz Bescheid sagen, es klappt heute nicht, aus den und den Gründen. Ja. Aber das Problem, ich war da am Freitag, habe da eine Viertelstunde gewartet und es ist keiner gekommen. Ich habe keine Nachricht bekommen, die habe ich irgendwann ja später bekommen. Richtig. Bei dem einen war dann irgendwie spontan der Controller kaputt, bei dem anderen, gut, er hat mir dann mal geschrieben, er hatte Prüfung gehabt und alles drum und dran, aber es wäre ja kein Problem gewesen, wenn man gesagt hätte, ja, es klappt aus dem und dem Grund nicht. Das reicht mir ja auch, ist ja in Ordnung. Aber einfach gar nichts zu sagen und die Leute warten zu lassen und die sich dann Zeit nehmen, extra doch vor euch mit einem kurzen Gespräch. Wenn ihr mitmachen wollt und wenn ihr Bock habt, dann ist es auch eure Verantwortung, euch darum zu kümmern, euch bei uns zu melden. Nicht andersrum. Es ist nicht unsere Verantwortung zu schauen, dass ihr es schafft. Also ich fange nicht mehr. Verantwortung. Also ich bin jetzt dann immer noch allein, den Leuten einfach hinterher zu rennen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Da muss man auch ein bisschen von euch ein bisschen was kommen. Man muss ja auch mal dazu noch erwähnen, dass wir überhaupt diese Gespräche machen vorher, liegt auch an Leuten, die nicht zuverlässig waren. Das ist ja überhaupt erst dadurch entstanden, dass wir schon verarbeitet. Also wir hatten einen, der wollte unbedingt, der war bei uns zum Beispiel, wir machen das meistens über WhatsApp, der war schon mal so in der Gruppe mit drin und alles drum und dran. Und 5 Minuten bis vor unsere Aufnahme-Dings kam von dem gar nichts mehr zu melden, der mich dann immer blockiert hat und alles drum und dran. Und dann einfach die Gruppe verlassen, ohne was zu sagen. Richtig, genau. Und wir warten. Das habt ihr sogar mitbekommen, die Diskussion in einer der Folgen, war das auf jeden Fall, dass wir gesagt haben, ey, wir sind jetzt bald zu viel, wir machen jetzt was weiter. Und wir mussten dann spontan überlegen, gut, GTA hat viele Missionen, aber wir mussten dann spontan einfach überlegen, was machen wir jetzt denn doch heute? Ich hab da lieber ein Problem. Ich hab damit irgendwie ein bisschen Probleme, meine Leute hinterherrennen und dann einfach das, was man eigentlich so geplant hatte, nicht machen kann. Gut, wir haben jetzt einen Enrico dabei. Gott sei Dank, wir sind jetzt zu viert. Wir können jetzt ein bisschen was mehr machen. Wir konnten jetzt endlich auch diese Heist abschließen. Aber dieses Thema mit der Heist zum Beispiel, das wollten wir eigentlich schon, keine Ahnung, wie viele Folgen vorher, mal 20, 30 Folgen vorher machen. Weil es einfach nicht gepasst hat, weil einfach die Leute nicht dafür hatten. Das Personal nicht dafür hatte. Es ist bei uns auch so. Wenn jemand im richtigen Leben was vorhat, dann geht das natürlich absolut vor. Ja. Aber dann meldet man sich vorher und sagt, hier, ich kann diesen Sonntag nicht, ich bin nicht verfügbar. Ja. Aber nicht eine halbe Stunde, nachdem es eigentlich losgehen soll, Entschuldigung, ist mir gerade zufällig eingefallen. Nee, dann ist man einfach zu unzuverlässig. Wir treffen uns solche Leute können wir verzichten, ganz einfach. Wir treffen uns ja meistens sonntags morgens, wir haben jetzt sonntags morgens 10:30, die Leute nehmen sich Zeit und alles drum und dran und dann musst du dich noch aufregen darüber, weil du den Leuten noch hinterherrennen musst. Das nervt dann einfach von Dauer. Ich habe ja mit den Leuten, mit denen ich dann eigentlich sprechen wollte, habe ich ja extra noch abgefragt. Aber könnt ihr dann und dann? Ja, wir sind dann da. Weißt du, und ich nehme ihnen extra die Zeit, passt das alles an mit den anderen und also nur noch mal was ganz kurz, nur um das jetzt mal ganz kurz abzuschließen. Wir suchen momentan nicht aktiv
Sollte aber jemand zufällig drunter schreiben, weil er das hier interessant findet und möchte gerne mit uns mitspielen, dann bitte auch nur, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr Zeit habt, Bock habt und auch wirklich mitmachen wollt. Bitte verarscht uns nicht mehr und haltet nicht mehr unsere Zeit in Anspruch. Ja, das ist scheiße. Genau. So, jetzt legen wir los hier mit Mission. Letzte Mission ist Superjacht Live D-Day. Noch eine letzte Lektion. Warte mal, ich kann den Fall. Das öffentliche U-Boote, Seeminen und amphibische Angriffe. Ach du Gott. Oh Gott, ich erinnere mich an diese Scheiß-Mission. Du kennst die Mission? Ja, die habe ich letztens. Dann müsst ihr auf jeden Fall tief tauchen mit den U-Booten. Das weiß ich noch. Oh Gott. Das geht schon lange so. Aber gucken, was kommt. Scheiß Minen. Mal sehen, was kommt. So, sobald wir das Ding jetzt durchhaben, geht's dann weiter in der nächsten Folge. Da hat der Markus dann nämlich schon was für uns vorbereitet. Mhm. Da geht's dann weiter mit den Casino-Missionen. Das haben wir ja einmal schon mal gespielt, aber wir spielen quasi die andere Seite, so wie ich das gehört habe. Wenn ihr eine Basismission machen wollt, könnt ihr ruhig mich fragen. Ich habe eine Basis. Das machen wir dann danach. Erstmal meine Penthouse-Mission und danach machen wir deine Basismission. Das war der Plan. Ich habe zwar schon durch mit anderen, aber ich kann die ja wiederholen. Wir gucken dann einfach, wie wir haben. So, Herr Pilot, steigen Sie ein. Auf jeden Fall habe ich nichts gegen diese Mission, denn es ist zusammen mit Yvonne und es wird sehr feucht. Super, geile Mission. Okay, ich soll fliegen. Ach Gott, das wollt ihr wirklich? Ihr wollt doch sicher ankommen. Ich wollte einsteigen, aber ihr wartet ja, alle an. Ach, alles gut. Markus, Enrico, wollt ihr nicht die Plätze noch tauschen? Na, mal gucken. Was, Enrico kann auch mal mit Yvonne einsaufen, alles okay. So, begib dich zum Kraken. Das ist ja das U-Boot. Der Wachschutz. Genau. Deswegen sehe ich auch so komisch aus. Das ist wie beim Wrestling mit dem Tag-Team. Wenn es die Action wirklich losgeht, dann tagge ich mit Enrico und dann bin ich im Ring. Da hinten müssen wir irgendwo hin. Da ist glaube ich wohl das Boot. Oder ist das Boot? Ist das eine Insel? Ey, das ist zum Boot. Alter, Yvonne, deine Augen sind schon wieder so rot. Hast du wieder gekifft? Das ist der Alkohol. Ah, das kann ich jetzt ja nicht ertragen. Ich kann das schon nicht mehr ertragen, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Genau. Ach, es sind sogar vier. Ja, wir müssen alle in einen. Okay, wir müssen... Alle vier in einen, ja? Also, wir müssen runter unter Wasser auf jeden Fall. Steht da gerade. So, sauber gelandet, sicher gelandet. Ach Gott, ernsthaft. Ich habe auch nicht zu viel gesoffen, keine Panik. Ach. So. Na dann, versuchen wir's. Mach die Luke auf. Rein ins Loch. Genau, rein ins Loch. So, und wie müssen wir jetzt... Ah, X. So, wir müssen jetzt ganz tief absinken erstmal. Wir müssen jetzt erstmal ganz tief rein, bevor wir vorstoßen können. Versuchen wir's. Ich glaube, irgendjemand ist doch schon wieder zu vorstellen, will in den roten Bereich. Reiche dir. Ja, ich bin das wahrscheinlich. Jetzt geht's runter. Ach Gottchen. Ernsthaft? Wir sind jetzt unter Wasser, Minen. Wer stirbt als erstes? Zweifel ich. Rechts unten habt ihr übrigens die Anzeige, für wie tief ihr sein müsst. Normalerweise ist das die Geräuschekulisse von Yvonne, aber jetzt haben wir einen Balken. Ach, ernsthaft. Ich war einfach mal ganz dicht hinter Markus her. Andersrum wäre besser. Normalerweise ist das doch andersrum, kann man gerade sagen. Gott. Ja, das Problem, ich muss wieder runter, damit ich jetzt. Was Problem? Du kannst ja durch den Felsen. So. Felsen. Oh! Baby hat Felsen. Was hast du getan? Die ist bestimmt entdeckt worden. Nee, eine Mine. Das hat Jungle wie eine Mine, ja. Das wollte ich gerade sagen, das könnte eine Mine gewesen sein. Der hat einfach so gegen eine Mine geschlenkert, ey. Das ist eklig. Ich war schon aus und da vertritt sie. Aber das Gute ist, das Ding ist nicht wie so eine heiß, sondern quasi, wenn dann jetzt noch einer stirbt, dann darf er nur zugucken. Das hatten wir ja schon mal in der vorletzten Mission, wo wir die Gegner auf dem Boot hatten, auf der Yacht hatten. Wo der Baby quasi den Alleingang gemacht hat.
Ah, da triffst schon den ersten. Du redest gerade davon und Enrico sagt sich so, ich zeige jetzt mal den Zuschauern, ja, so, wie das funktioniert. Ja, genau. Er zeigt es gerade mal, wenn man es nicht macht. Ja, ich war zu hoch. Okay. Ah, ist gut. Du warst nicht tief genug. Ja. Ja. Alles klar. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir hier irgendwie einen Weg finden, da durch die ganzen Felsen und durch zu der Jagd. Aber es ist schön tropisch, so zuzuschauen. Zu beruhigen. Du kannst einen Filter aufsetzen, Radiosender und so, TV-Nachrichten und so. Ja, ich höre hier gerade ein bisschen hier, ja, ich bin eure Nachrichtenserver. Ja, gut, ich. Ich halt nicht. So, jetzt muss ich in die. So, jetzt muss ich hier hoch. Wie war das jetzt mit Viereck, ne? Dum, dum, dum. So, jetzt muss ich hoch. Ich bin jetzt unter der Yacht quasi. Ist da noch einer von mir von euch in der Nähe? Ich versuch's gleich, aber ich muss das gucken, dass ich nicht entdeckt werde. Achso, ich bin schon im Kreis drin. Ich bin direkt an der Yacht dran. Ja. Ah, jetzt ist der Balken auch weg. Ach, da unten bist du. Ich bin jetzt seitwärts rangegangen. Pass auf, da ist ein Boot, ja. Dim, 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 dim. Und hier ist Wiese TV. Boot ist weg. Boot erledigt, ja. Wirklich. Ich hab's gerade schon gemacht, ja. Was ist jetzt passiert? Ja, irgendwas ist gerade da hochgegangen. Wir hatten da Granaten reingeworfen, oder was? Also vollkommen okay. Wie gesagt, alles gut. Hier links ist irgendwie noch was. Ja, da sind noch zwei. Die sind wahrscheinlich oben, oder? Es ist nicht nur ein. Das Boot habe ich. Ja, so eine Feinde auf jeden Fall. Wir haben es schon erledigt. Verlasst das Gebiet, steht schon da. Wir können ja, schon das gehen. Boot. Ja, dann hauen wir mal ab direkt. Ich tauche mal weg. Naja, ich fahre mit dem Boot raus, mit dem Dingy raus. Das tue ich mir jetzt nicht mit dem U-Boot. Das ist so typisch Yvonne. Die Männer fummeln rum und sie macht das ganz fix rum und dann. Ja. Kein Bock mehr, ich erledige das jetzt mal. Alleine, selber. Mit meinen eigenen Händen. Hauptsache, ich wollte es verschieben. Ah, das hat man schon in der Aufnahme. Ich glaube, das Video wird ab 18 freigeschaltet. Mein Kanal ist sowieso generell erst ab 18. Nee, ich habe tatsächlich ausgestellt. Mittlerweile. Ja, aber manchmal geht das automatisch. Die Worte einfach auf Kinder gesetzt. Nö, ja. Ich habe das aus reiner Vorsicht einfach direkt auf ab 18. Dann kann so, mir auch keiner tanzt doch an der Jagd rum. Weißt du... Das ist einfach zur Sicherheit, da kann mir auch keiner irgendwas sagen, wegen ich hätte irgendwie, nee, bei mir ist alles direkt erst ab. Ach, du bist doch ein Baby in einem Gebiet. Weil auch beim Formel 1 spielen manche Leute, ja, wie soll ich sagen, die haben einen ziemlich faulen Mund. Ja, gut. Da gibt es so ein paar Kollegen, die dann gerne mal einfach mal, Schimpfwörter raushauen und da. Warte, bis dein Team. Auf jeden Fall ist da irgendwer noch nicht, weit genug raus. Ganz im Fuß unterwegs, ich hab die Krake gestrandet. Du bist. Ah, jetzt funktioniert's. Mission bestanden. Ah, ja. Mensch, ich musste so viel tun. Oh. Außer sterben, ja. Aber gut, das war jetzt nicht. War eigentlich tatsächlich nicht mal so schwer, die Mission. Das ist übrigens das, was Enrico auch immer zu seinen Frauen sagt. Ich musste so viel tun. Ja, es war sehr viel Sarkasmus mit drin. Ich wusste gar nicht, dass ich viele Frauen habe. Ah, wer weiß. Da macht man mal ein Kompliment, weißt du? Weißt du, der fickt und er stellt schon wieder richtig. Er stellt schon wieder richtig. Weißt du, da stellt man den schon als Frauenhältin und also, ich habe viele Frauen, das stimmt aber nicht. Weißt du, da wollte man dir mal guten Ruf machen, so als Frauenheld und dann ist er nur dran und du verkackst es direkt wieder. Ah, oh, so. Nein, bitte.
Gut, dann haben wir's geschafft. Wir sind, glaube ich, nicht auf 1-2, oder? Mann, doch. Sind wir tatsächlich. Ich kümmere mich lieber um meine Tierchen als um meine Frau. Ja. Bettwanzen. Hängt von der Frau ab, dann kann es auch das gleiche sein. Richtig. So. Ja, aber nicht jetzt. Das hier. Ich habe 3 Aquarien. Meerwasser oder Süßwasser? Süß. Meerwasser ist viel zu aufwendig für mich. Mein Bruder hat Meerwasserbecken, großes. Mit saugeil. Alles. Ja. Wenn das was einmal der stimmt, da, muss ich nie wieder was machen. Was der an Tests machen muss, unfassbar. Der steht immer da und dann muss der den Wert testen. Den Wert. Ja. Oh, das ist. Ganz gutes Thema ist dafür. Wird abgebrochene Aquarienvideos. Weißt du, ich komme hier mit der abgebrochenen Flasche und was macht der? Hier kommt das mit der Schrotflinte, weißt du? Ja, wenn du mir meinen Anzug ruinierst, ich glaub's ja wohl. Ja und? Lass mich. Guten Tag, gibt's hier ein Problem? Hallo? Ist ein Problem? Ja, Sie? Vor allem schießt der dann auch noch, Wir sind alle tot, es gibt keine Zeugen. You might as well throw away all that other stuff you wear. Now, life out here being what it is, I'll still have a bit of business to do in future. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du nicht so viele Frauen hast, Enrico. Was? Wenn du immer alle Zeugen eliminierst. War was? So, jetzt muss ich aber mal hier zurück zu meinem Dings. Ja, du musst zum Casino, ne? Ja. Da fordere ich mal meinen Kuruma an, dann fahre ich mal mit. Glück gehabt. Da kommt mein Iböhnchen. Ich bekomme $2000 für die Anhaltung guter Führung. Lol. Ja, während er auf uns schießt. Doch gutes Geld gemacht, ja ey. Das Mikro wurde geblasen. Ja. Bitte was? Da wurde gerade ein Mikro geblasen. Ich hab's auch gehört, ich weiß nicht. Das ist Yvonne, die übt schon mal. Nimm das mal lange Dinger im Mund. Du Huren! Arsch. Siehst du, genau deswegen ist mein Kanal auf abgeschaltet. Der hat eine Tür abgefahren! Danke für dieses Paradebeispiel. Ach Gott. Der hat einfach meine Tür abgefahren. Danke, Snowy. Hahaha, kommt her hier. Das Casino müsste ich eigentlich auch noch, ich habe aber noch nicht gedreht. Ich kann erst in 2 Stunden oder so, glaube ich, drehen. Vollkommen am Rad gedreht. So. Jag schon LKW ja mit hoch. Oh ey, guck mal ab. Immer diese abbiegenden NPCs, sehr schön. Ja. Egal, ich habe ja 4 Sterne schon. Gönn dir. It's me, Mario. Ich habe 4 Sterne. Ja, auf dem offenen Feld hast du keine Chance gegen die Cops. Das alles nur, weil ich ein bisschen rumswipern wollte hier. Streamst du dann auch am Donnerstag, Kev, dein Rennen? Wahrscheinlich, ja. Das ist gut, da schaue ich rein. Ist sogar tatsächlich das erste Saisonrennen. Okay. Ne, ich bin jetzt. Hab mir eine Anfängerliga. Also, das heißt Anfängerliga. Wir haben alle irgendwie ein bisschen gemischt da drin. Ich fahre Red Bull. Mal gucken. Weißt du übrigens, wer mein neuer Teamkollege jetzt ist im Haas? Wer? Das Röschen. Ah, wow, wie gesagt. Ich hätte eigentlich gerne noch was nachgeschossen, aber gegen bestimmte Leute, aber ich dachte mir jetzt, ach, sei einfach gar nichts. Ich hab's dem Thomas dann privat gesagt. Es war einfach wieder mal too much in dem Rennen. Es sind wieder Dinge passiert, die. Wo ich nicht besonders stolz drauf bin. Ja, alles gut. Ich hab ja gesagt, das ist deine Entscheidung. Ja, ich hab's eigentlich, wollte ich schon nach Monaco gehen, aber ich hab's eigentlich wegen dir nicht getan und jetzt war irgendwann einfach too much. Wenn man mich am Start erst wegblockt und dann am Ende der ersten Runde direkt in die Wand drückt, habe ich keinen Bock mehr auf so eine Scheiße. Das ist leider auch nicht das erste Mal passiert. Das ist das 4. Mal diese Saison schon. Ist not fair, Blay. Nö, das ist nicht fair. Das ist halt, ich finde es halt assi ein bisschen. Und dann können die Leute das nicht mal einsehen. Und da habe ich gedacht, jetzt ist es einfach zu viel. Ganze Woche drauf gefreut auf das Rennen, nach der ersten Runde war es kaputt.
Mal gucken, wie es jetzt am Donnerstag wird. Heute Abend fahren wir ja. Was haben wir da? Mexiko. Fährst du oder kommentierst du? Kommentiere. Ich fahre. Entschuldigung. Ich habe ja letzte Woche mein Rennen zu tun. Er macht beides. Nee, ich habe mehr oder weniger. Ich kann auch beim Fahren quatschen, das ist nicht das Problem. Mal gucken. Ja, aber man hört es ja nicht. Man hört es. Ich habe es angemacht. Ich werde es wieder anmachen, wahrscheinlich. Also, wir haben. Okay. Ich werde die Stimme wieder anmachen. Mal gucken. Okay. Aber wir fahren heute und Dienstag Frankreich. Ja, passiert. Ich habe ja mal Frankreich echt gehasst, aber in letzter Zeit, wenn du den Na, so geht's mir mit, so geht's mir ein bisschen mit Vietnam. Warte mal, ich kann mal die Folge beenden. Auch Vietnam ist eine geile Strecke.